Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario 3D World. Und wir springen direkt rein in Krallen raus im Rätselhaus. Mit dem guten alten Mario. Let's go. Es gibt hier 10 Grünsteine zu holen. Das ist schon mal ordentlich was. So, jetzt habe ich ja Zeit. Das heißt, hier vielleicht könnten hier Glocken drin sein. Als ob hier einfach 2 Glocken drin sind. Und ich habe gerade eben im Item, im Toad-Haus mich gerade kurz aufgestockt. Ja, das war ja giga unnötig, ne? Naja, egal. Oh, das war aber auch sehr, sehr knapp. Sonst hätte es mich da gerade runtergesegelt, ne? Easy. Die waren jetzt bis jetzt easy. Da hell. Einfach genau das gleiche nochmal, aber diesmal ist er ganz oben. Oh, sagt jetzt nicht, das kommt jetzt überall sowas. Doch. Genau die gleichen nochmal. Aber jetzt sind schwierig. Na dann. Was kam jetzt, der Scheiß? Wow, also auch hier wieder so close. Okay, was kommt jetzt? Noch mehr von dem hier. Okay, schnell. Jawohl. Noch der letzte, come on. Please. Schnell. Mario. Mach. Alter, eine Sekunde. Aber nices Rätselhaus. Und vor allem 10 geschenkte Grünsterne. Das wollen wir ja haben. Sehr nice. Das hat doch hier schon ganz gut angefangen. Jetzt hoffen wir mal, dass es auch genauso gut hier, oh, wie geil die Sicht hier ist, genauso gut hier weitergeht. So, welches Level kommt denn als nächstes? Hier, Wumpel Inferno. Wir bleiben heute bei Mario. Er hat ja auch schon lange keinen Auftritt mehr gehabt, glaube ich. Alter, was zum Teufel? Okay, ich glaube, hier wäre ein Tanuki sehr, 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 sehr entspannt gewesen. Aber den haben wir natürlich jetzt nicht. Also gut. Ah, man kann einfach nur laufen. Genau wie die Viechers machen. Ah, ich glaube, deswegen sind die auch da. Okay. 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 Ich sehe auch, da ist ein Grünstern. Ah! 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 Alter, wie close war dieses Ganze wieder jetzt? Also wirklich. Jetzt mal ohne Scheiß. Na. Also. Ah! Oh, ich glaube, dieses Level hier wird jetzt sehr wild werden. Mhm. Ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr wild. Ich erinnere mich auch an das Level. Das ist sehr, sehr viel Fail-Potenzial vorhanden. Oh, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Und sonst hole ich mir einen Tanuki. Da sehe ich nichts. Damit macht es das Level deutlich einfacher. Ah, ich gehe da wieder drauf. Ich glaube, das ist halt deutlich chilliger. Feuerball, dodgen. Und drauf. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und jetzt machen wir einfach den hier. Ich wollte eigentlich einen Weitsprung machen. Tanuki! Du bist ein Gott, der göttlicher Segen, Alter. Warte mal. Ich kill die mal. Ich geb das was? Nee. Gibt es nicht? Oh, hier ist bis jetzt nichts. Das kann ich eigentlich nicht sein. Kann eigentlich ja nicht sein. dass hier überall nichts ist. Oder? Ja, in dem Fall schon. Okay, dann gib mir dann Tanuki wieder her. Okay, rutscht das Ding jetzt? Nee, das... Doch, tut es. Ah! 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 Park! Oh, wenigstens war da ein Checkpoint und wir haben das Ding. Okay. Das heißt, wir müssen es nicht noch erneut machen. Hui! Ah! Ah! Mario, nicht hinten! Ich muss die Kamera fixen, ich kann sie nicht drehen! Was soll der Scheiß? Okay. Was ist das hier für eine Scheiße? Oh, ne. Okay. Auf entspannt. Zweitletzter Grünstern. Warum gibt's nochmal einen Tanuki? Jawohl. Gib her. So. Das Ding ist, ich muss natürlich auch mal gucken, ob da irgendwas kommt, aber... Was waren die eigentlich? Wir haben alles, wir haben alles! Ah! Ah! Okay, okay, okay. Oh, Alter. Ich hatte echt gedacht, wir sitzen jetzt hier richtig lang am Level. Dann hatten wir das doch ganz relativ skillig hier gemacht. Scheiße. Krass. Sehr schön. Haben nicht mal so lang gebraucht. Ich glaube zwar nicht, dass wir heute zum Boss kommen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Das sehen wir dann. Weil wir haben hier noch, ja, den Kollegen. Und den Kollegen, den wir wegballern müssen. Ja, dann. Boah, schaut euch mal diese Sicht an. Boah. Ja, dann. Boss Blobarios Zugabe. Das ist dieser... Schwabbel-Babbel-Double-Double-Viech da, glaube ich, ne? Da müsste es hier Kirschen geben, ne? It's a me. Mal gucken. Ob was geändert wurde oder nicht. Bam, bam, bam. Das sieht, glaube ich, anders aus. Oder war da schon immer die Farben? Die zwei Farben. Nee, er sieht auf jeden Fall anders aus. Er ist Gold. Er ist aus Gold. Davor war er aus Silber, oder nicht? Okay. Okay, nice. Okay, ich glaube, diesmal sind die Dinger auch wilder. Diese Wellen, waren die damals auch schon so stark beim ersten Mal, dass sie geblieben sind? Oder hat er überhaupt solche Wellen gemacht? Ich kann mich irgendwie gar nicht daran erinnern. Aber er ist tot. Und tschüss, ciao. Yihi. Sehr schön. Haben wir dem alten Sack auf den Sack gehauen. Oh, vielleicht kommen wir heute doch noch zum Boss, wenn ich mich hier gut anstelle. Dann gibt es nämlich heute den fetten Bowser-Fight. Sehr schön. Jetzt bekommt der andere Typ noch auf den Sack. Gehen wir jetzt direkt hin und wer ist es? Von Zischel schlenkt zurück. Ich glaube, das sind die Schlank-Viecher, ne? Von Zischel. Ja, ja, da unten sehe ich schon den Sand. Gut. Das ist nicht gut. Da gibt es nur eine Münze. Was will ich mit einer Coin? Hui. Mal gucken. Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr daran erinnern. Das ist meine Frau. Dann, 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 dann. Da, dann, dann, dann. Ja, okay. Was ist, wenn ich keine Katzenglocke habe? Dann komme ich auch so ran. Ah, entspannt. Ja. Und zack. Und. Geile Mucke. Was anderes sagen kann man hier nicht. Und. Bam. Irgendwie bist du einfacher wie der erste. Ich weiß auch nicht warum. Bam. Tot. Du warst das so easy. Oder heute ist einfach der skillreiche Tag. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte nichts sagen sollen. Weil jetzt gehen wir nämlich zum Boss. Und... jetzt habe ich mich hier so gelobt. Ich glaube, jetzt kann es zum größten Int werden. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Nice. So, seid ihr auch schon ganz gespannt auf, um diesen Arschloch in die Fresse zu ballern. Ich glaube, was ist hier hinten eigentlich? Ist das ein Toad-Haus? Ich glaube, das ist ein Toad-Haus. Bin mir nicht sicher. Ich möchte es noch nicht ausprobieren. Man braucht 170. Wir haben 240. Also locker, flocker kommen wir hier durch. Ich habe gesehen, da gibt es links ein One-Up. Wie kommt man zu diesem One-Up? Aber das interessiert uns erstmal nicht. Wir gehen jetzt zu Bowsers großem Turm. Rein da. Mit Mario natürlich. Der zeigt dem alten Sack jetzt, wo es lang geht. Oh, sieht der Turm doch geil aus, ne? Hier sieht man so eine Karre. Die haben wir geschrottet. So, ich bin mir ganz sicher, in dem Level gab es den sehr, sehr fiesen Grünstern. An den erinnere ich mich auch. Zum Glück. Und jetzt kommt hier die ganze Zeit Feuer. Gut. Also, ich sag einfach gar nichts. Wie kann man sich da denn auch treffen lassen? Gib mal eine Katze her, bitte. Boah, ich hätte mich gerade wieder fast treffen lassen. Also Kätzchen, ersten Grünstern haben wir ja. Oh, hier gibt's eine Glocke. So, und ich weiß nicht, ob es schon hier ist. Ich glaube aber ja. Den zweiten Grünstern. Man muss alle diese Lackaffen muss man runterschmeißen. Also es ist auf jeden Fall irgendwo in dem Level. Ich bin mir nicht sicher, wo es war. Ob das schon hier war. Ja, war's. Also ich weiß nicht, das ist einfach viel zu wild gewesen damals. Das habe ich nicht rausgefunden. Und deswegen kann ich mich immer jetzt perfekt daran erinnern. Ja. Man lernt doch sein Sachen. Was machst du hier? Tschüss. So, wo ist der Stempel und der letzte Grünstern? Ist das Level... Das sieht zum riesigen Turm, Alter. Geil. Ah, wir sind aber unten, oder? Oh. What? What the hell? Hä? Da fuck? Hä? Mich hat's einfach da runtergesegelt. Ich bin normal gesprungen und ich hatte gerade richtig den Schub drauf. Hatte ich noch den Speed von diesem Fahrwerk-Ding da? Das könnte sein, ne? Alter, das hat mich gerade richtig weggehebelt, Alter. Alter, das passiert mir natürlich direkt wieder vor dem Checkpoint, ne? Aber ist ja kein Problem. Wenn wir alles haben, können wir einfach durchrasen. Moin. Könnt ihr euch bitte verpissen? Ich möchte hier dieses Level durchspielen, lange. So, moin. So, und jetzt bitte. Jetzt warten wir halt was länger, damit wir nicht von dem Ding runtergehebelt werden. Gut. Einfach warten, dann despawnt der Scheiß auch. Sieht mir sehr auffällig aus. Aber wo ist der Stempel? Da ist der Grünstern. Okay, gut. Bowser? Hallo? Er nimmt ein Glöckchen. Er verwandelt sich. Zu Katzen oder Löwen. Ich denke eher Löwen-Bowser. Sieht doch epic aus. Die Kamera braucht hier ein bisschen lang. Hallo. Moin, was passiert denn da jetzt bitte? Wir warten mal. Gut. Also ihr habt gesehen, irgendwo war der Grünstern. Auf dem Weg. Meine Frage. Alter Belly. Hallo. Wo ist der Stempel? Okay. Grünstern. Oh, schlechtes Timing. Schlechtes Timing. Trotzdem gut. Wo ist der Stempel? Wo ist der Stempel? Wo ist der Stempel? Okay, muss er jetzt irgendwann kommen. Ich glaube nicht, dass das Level jetzt noch lange geht. Ich erinnere mich fast nicht an das Level. Nur an das eine Secret. Ja, komm. Zack. Eins aufs Maul. Okay. Also es muss ja irgendwo hier sein. So, wo ist der Stempel? Sag mir bitte nicht, dass ich den verpasst habe. Ich kann die Kamera nicht gut bewegen. Zurück kann ich auch nicht. Hier habe ich den verhängt, oder was? Sieht so aus, muss ich wohl nachreichen. Außer er kommt hier oben noch, aber... Glaub nicht, oder? Jetzt hat er die Kirschen verwendet und hat sich verdoppelt. Obwohl, es kann schon sein, dass der Stempel noch kommt, aber... Ja, ich glaube, er ist hier, ne? Ist er hier? Irgendwo hier? Ne, hier geht's hoch. Da kommt ein Bowser raus. Oh, ich hatte in Erinnerung, dass er irgendwo hier an den Ecken war. Dann doch nicht, oder was? Wo ist denn der? Hä, habe ich den echt verpasst? Ernsthaft jetzt? Weil hier kann er nirgendwo sein. Nee. Nicht euer Ernst, dass ich den jetzt ernsthaft verpasst habe. Aber doch muss er fast so sein. Ich bin wieder zu schnell unterwegs. Ja doch. Ah, danke dir. Da oben ist ein dicker Powerblock. Spring! Töte ihn! Schnell! Gib mir eine Opa. Power-Up. Bam! Ja, aber dann haben wir wirklich den Stempel verrafft. Belastend. Aber wir haben ihn weggeballert, den alten. Tschüss. So. Bam. Oder kommt der... Was ist hier oben? LOL! Da ist er! Oh mein Gott, ich mache mir hier 3 Milliarden lang Sorgen. Alter, schaut mal, wie schön es hier aussieht. Sehr nice. Jetzt hier ab. Ins Ziel. Und bam. So, das war's mit der Hauptstory. Aber, falls ihr noch nicht wusstet, es gibt natürlich eine Spezialwelt. Und die beginnt im nächsten Part. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Nachdem ich hier noch ein kleines Review rausgefetzt habe. Also, es ist natürlich deutlich geiler wie auf der Wii U. Also, allein schon grafisch. Und so weiter und mit der Steuerung auch. Finde ich sehr cool hier. Mario 3D World auch wirklich eins meiner Lieblingsgames. Also einfach nur Musik, Grafik, Gameplay, einfach alles super. Vor allem Musik, wirklich. Ich liebe es. Ich höre mir das privat an. Einfach geil. Und ja, es kommt jetzt noch ordentlich Stuff. Verraten tue ich jetzt nicht viel, aber... Ich denke, wir haben erst die Hälfte des Spiels gespielt. Nee, aber wirklich... Es kommt noch ordentlich was. Es wird auch relativ schwierig noch. Also wird einige Fails geben, glaube ich. Und ja, ich kann es euch empfehlen für Nintendo Switch. Das Ganze für 59,99 gibt es das. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Part in der Spezialwelt. Ich lasse hier mal das Ding hier noch zu Ende laufen. Aber ich bin jetzt weg. Ciao.